Wir wollen heute eine Origami-Schachtel basteln. Eine Geschenkschachtel. Die sieht von innen so aus. Kann man kleine Geschenke reinlegen. Zum Beispiel Ringe. Und auch ganz einfach wieder verschließen. Wir brauchen eine Schere, einen Stift, ein Lineal und ein Blatt Papier. Wir wollen es 21 mal 21 mal 21 mal 21 machen. Dann markieren wir uns hier nochmal die 21, verbinden die beiden Punkte. Dann schneiden wir auf der Linie so. Dann falten wir es jetzt einmal in der Mitte und formen jede Faltung mit Lineal nach. Dann falten wir beide Enden in die Mitte. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Knicke. Jetzt falte ich diese Kante zu der letzten Falzlinie auf der anderen Seite. Jetzt knicken wir. Jetzt legen wir die auf die Linie und knicken hier. Dann falten wir die auf. Jetzt haben wir hier 3 enge und hier nur noch ein großes. Hier eins, 2 enge und ein großes. Jetzt falten wir auch diese Kante zu der letzten Faltlinie. Falten die auch wieder mit Lineal nach. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Linien und die zweite von oben knicken wir jetzt diese Kante. Und auf diese zweite Linie falten wir jetzt auch wieder diese Kante. Drehen wir das Blatt einmal um und wiederholen das auf allen Seiten. Und fahren auch alle wieder mit Lineal nach.
So, jetzt haben wir die Ecken. Und jetzt falte ich einmal, sodass die senkrecht zu mir steht. Einmal hier. Und aber nur so 2 Zentimeter. Wir markieren uns quasi nur die Mitte. Klappen wir es wieder auf. Drehen es einmal um. Und jetzt falten wir diese Kante hier auf diese Linie. Nochmal falten wir diese Kante auf diese Linie. Fahren wir auch wieder beide mit einem Ja nach. So. Jetzt nehmen wir beide Ecken und drücken sie, also nehmen sie raus und drücken sie hier raus. Falten das auch wieder mit einem Ja nach. Auf der anderen Seite auch wieder hier einmal rausnehmen und das zweite rausnehmen und hier drauf falten. Also diese Kante auf diese Kante draufhalten. So. Dann drehen wir das Ganze einmal um. Hier hast du diese 2 Seiten. Muss auf jeder Seite auf dem anderen so ein Täschchen sein. Dann nehmen wir diese Linie und knicken sie auf diese Kante und nehmen wirklich nur diese, nicht so, so und dann einmal nehmen wir es so raus und auch wieder alles mit einem Ja nach. Dann drehen wir das Ganze und wiederholen das gleiche wieder. Also, so. Die Ecken nehmen auf die Falten. So. Jetzt haben wir hier auf beiden Seiten zwischen denen noch einmal so eine Linie. Dann nehmen wir diese Ecken. Haben wir hier alle so Ecken. Dann nehme ich diese Kante. Da müsste offen sein. Nehmen wir diese Kante und legen sie auf die 2. Linie von außen. Stellen die hier zur Mitte und klappen das nach oben. Und hier haben wir jetzt eine Linie, die knicken wir noch mal ein bisschen nach. Drehen wir es wieder um. Stellen das auch wieder da drauf. Hier auf die 2. Linie von da, von der oberen Seite. Dann klappen wir das wieder um, falten es wieder ein bisschen nach. Und jetzt kann man es ganz leicht zusammenstecken. So. Wie gesagt, das ist ein Geschenktäschchen. Und da kannst du jetzt auch einfach so kleine Sachen reinlegen. Dann hier durch diese Schlaufe wird es eigentlich relativ einfach zu schließen sein.